Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Oh, Kommando ist wieder am Start. So. Weiter geht's im Text. Wir warten immer noch auf Ding. Auf unsere Ankömmlinge. Die schon Platz haben? Ja, schon Platz haben. Okay. Irgendwo ist ein Botaniker angekommen. Nicht sehr scheiße. Oder arbeitet jetzt nicht irgendwo anders? Johobo. Oh, kann es sein, dass der durchgedreht ist? Was denn das war? Kann gut sein. Zeit, ne? Sehe ich die Zeit nicht hier wegen Windows. So. Oh, Analyse. We just confirmed the location of a metal-rich deposit. A drilling accident turned to our advantage. Ja, wo? Da oder was? Tatsache. Wow! Na gut, Metall. Metall ist so, ja, Schnarch. Ne, da war keine mehr, ne? Ah! Unsere neuen Ankömmlinge sind da. Waren da schon Ingenieure dabei? Glaub nicht. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Aber, schauen wir mal, wenn sie aussteigen. Ich denke, die sind sowieso voll, oder? Nicht voll? Ja, sind sie. Okay. Ich hoffe, da sind Wissenschaftler dabei. Denke ich schon. Ich dann schauen wir einfach, was da so mitkommt. Oh, vor allem Essen bringt er mit. Viel haben wir zwar noch, aber man weiß ja nie. Und das ist das, Alter. Das sind riesige Lager, ein automatisiertes Lager. Ah nein. Wert. Jawohl. Hä? Dafür Löchlein? Wissenschaftler und so normalos. Jawohl, Wissenschaftler sind komplett. Leute, könnte ich noch holen. So, wieder da. Jesus hier. Puh. Aber wie produziert es denn jetzt? 500, dann dürfte doch die Forschung eigentlich gar nicht mal so langsam sein, oder? Schauen wir doch mal. 1500 pro Sol, das ist echt interessant. Das machen wir aber danach. Die Uni wäre schon recht interessant. Mal diese Kuppeln da noch.
eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Die wird gerade ausgeräumt wahrscheinlich hier. Yep. Ah, die kann sogar Ding mitnehmen. Sehr gut. Wo sind eigentlich meine Rover? Hier. Beide nicht voll. Nehmt euch doch mal eine Auszeit, Kinder. Ja, die Wissenschaftler machen das richtig. Schließe ich die Nachtschicht. Soll die tagsüber mehr Leistung bringen. Der Lagerraum ist voll. Oh. Ups. Da sind alle Betonlager voll, mal wieder. Dann bauen wir zwei neue. So, damit es ihnen gut geht. Dann hier schön Mittagessen. Ja, langsam geht's so langsam los hier in diesem Gürtel. Das ist echt Wahnsinn, hier schon so viel Grün. Und die Temperatur steigt immer weiter. Sektor scanned. Ja, genug Sektoren haben wir noch. Hat der noch so ein. Irgendjemand tun den beiden noch so ein Ding? Nein, haben sie gar nicht. Voll sind sie jetzt auch. Muss jetzt auch ein neues Lager bauen hier. Voll ist der Kack nämlich auch. So. Zum Start bereit sind sie noch nicht, man nehmen. Man start Vorbereitungen, ja, aber. Nicht Normalstart. Schaut es mit dem Lager aus? Ja, ist okay. Kann man so lassen. So. The readings told us it was a vein rich with ore. A
the data turned out to be incorrect. Under those fine red sands lay the intact hull of a rover. Ach, Curiosity, cool. Denk mal. Bei Kohle haben wir eigentlich genug. Wir kriegen auch genug. Als Denkmal, wo steht der dann? Curiosity. Kann ich hier eigentlich noch eine Kuppel hinbauen? Ja, die Berge sind da im Weg. Außer hier, aber da würde ich sie nicht hinbauen, weil ich habe keinen Platz. Gibt doch auch so kleinere Kuppeln. An der Kuppel ist ja das große. Ah ja, doch, die Zylinderkuppel dürfte der Platz haben. Hat's auch nicht, weil die so komisch ist. Fuck. Eine Mikrokuppel? Hm. Auch nicht. Fuck. So. Könnte man dann noch machen. Drohnenfabrik brauchen wir eigentlich mal original nicht. Atomakkumulator. Mars Universität. Haben die noch Zeit, ein bisschen was zu brutzeln hier? Wie produzieren die pro Tag denn nicht? Ja, der geupgradet. Ah, da kommt schon der erste hier. Aber schon echt viel, wie wir haben, ey. Achso, die Drohne hat wahrscheinlich gerade den geholt. Theoretisch könnten wir da auch noch eine herstellen. Weil könnte man hier nochmal verbinden und hätten wir noch mehr Platz. Ah, dass es immer noch solche Idioten gibt. Warum seid ihr gestresst? Seid doch bescheuert. Thank you.
Habe ich schon so Punkte gemacht? Nee, ich nicht. Dann mache ich hier noch welche. Hier ein. Ah, Rakete ist bereit zum Starten. Das Minuswasser? What? Ja, dieses Gebäude hat eine Fehlfunktion. Ich würde schnell machen. So, dann auf geht's. Brauch hier mehr Ding. Welche Technologie ist das, wo ich brauche? Wahrscheinlich die vergrößerten Lager. Kommt es nach den nach der marsianischen Bildung kommt es dann dran oder ist es das Lager? Ah, hier sind es Riesenlager. Ja, die kommen arsch viel später dran. Scheißdreck. Ja, dann mache ich das. Das Wasser, Sauerstoff und Strom. 50% erhöht sind. Ja, da brauchen wir aber noch ewig, bis wir da sind. Shuttle-Tempo. Ja, der Baum, der ist einfach riesig. Aber trotzdem sollte ich noch einen Wassertank bauen. Das kostet nur Metalle. Bau lieber noch gleich ein. Ah, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, sorry wegen diesem Cut. ja, wenn es euch gefallen hat, drückt ihr noch abonniert den Kanal und seid auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei. Wir wieder hier sind auf dem Mars.